So, Wochenende ist vorbei, das ganze Lernen hat ein Ende und ich kann fröhlich präsentieren. Wir haben alle die Theorieprüfung bestanden und jetzt haben wir alle einen freien Kopf für die Simulator-Sessions. Ich bin mega gespannt, was jetzt so auf uns zukommt, aber ich bin heilfroh, dass wir jetzt komplett die Theorie erstmal weg haben. Eine Woche hier mit komplett Theorie war schon mega anstrengend, muss ich schon ehrlich sagen. Hat sich auch ein bisschen in die Länge gezogen, aber nichtsdestotrotz, alle Theorie bestanden, jetzt kann es weitergehen. Wo die ganzen Simulatoren stehen, wo ihr auch in den letzten Tagen, das wir jetzt vorhin gesehen habt, wo unser Avionik-Trainer ist. Der ist allerdings in der anderen Etage. Ich nehme euch heute mal mit in unseren Simulator. Wir folgen. Hier zu der Seite geht es zu einem Helikopter-Simulator und zu dem Full-Flight-Simulator, den ihr vielleicht schon gesehen habt. Da die Treppe hoch haben wir so eine Lounge zum Lernen. Das ist eigentlich mega cool gemacht. Und eben den Avionik-Trainer, wo wir die letzten drei Tage verbracht haben. Heute haben wir die Einweisung bekommen auf den Simulator der Phenom 100 und können den Simulator jetzt auch so lange nutzen, wie wir wollen. Wir haben die nächsten Tage jetzt natürlich noch ein bisschen Programm. Aber ich zeige euch den heute mal. Hier ist unser erster Simulator. Da trainieren gerade die anderen beiden aus meinem Kurs. Ein paar Anflüge hier in Finnland, Pori und so weiter. Und wir gehen heute mal in den anderen, und zwar in den FI-219er. Mit dem haben wir heute ein bisschen gelernt, mein Kollege hinter der Kamera und ich. Und so sieht das Ganze hier aus. Wir haben hier den Simulator, mega cool gemacht eigentlich. Und hier geht's hoch. Hier quasi die Flight Instructor Station, wo man so ein paar Dinge einstellen kann, wie Wetter, Failures, Engine Failure und so weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben heute einfach mal ein bisschen geübt. Starten, landen und das Wichtigste eben auch die verschiedenen Flows, Engine Start und so. Und einfach mal ein Gefühl für den Flieger kriegen.
Dann kann man sich hier hinsetzen, dann kann man hier das Licht anmachen. Ups. So. Erstmal auf den Captain-Sitz hier. Und da kann man hier dann einfach die Sitzung nach vorne machen. Und dann geht man hier eben so die Flows ein bisschen durch von dem Flieger. Wir haben hier die Garmin 1000 Systeme drin. Hier oben den Autopiloten, Light Panel, unser Governor, Thrust, Parking Brake, Flaps und so weiter und so fort. Oxygen Mask haben wir noch mit dabei. Und von dem her, genau, mein Kollege und ich werden jetzt noch ein paar Approaches hier fliegen. Und genau, ist jetzt auch schon 8:45, also schon relativ spät, aber wenn man den schon nutzen kann die ganze Zeit, dann nimmt man es natürlich auch an, was eine super Möglichkeit ist. Wir können ja wirklich so oft nutzen, wie wir wollen, und das ist schon eine richtig geile Sache und es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie das bei uns so aussieht, und dann schauen wir mal, was als nächstes so kommt. Bis dann! End it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the line. Looking for the love inside me, inside.